Okay, ich begrüße Sie ganz herzlich zu der Auftaktveranstaltung von Kopfstand. Ulrich Sahm wird den Vortrag halten, der hochbewaffnete Frieden, wie überlebt Israel als einziges demokratisches Land in Nahost. Ich werde ihn nachher vorstellen. Wir haben vorab, möchten wir eine Gedenkminute zur Halle halten. Dann wird Simon kurz seinen Redebeitrag halten, den er bei der Veranstaltung beim Platz der Alten Synagoge die Woche gehalten hatte. Und dann werde ich Ulrich Sahm vorstellen und dann legen wir dann los mit dem Vortrag. Und jetzt bitte ich Sie aufzustehen und dass wir an diesen, ich nenne ihn Mordanschlag, gedenken. Für mich immer noch ein Mordanschlag, für mich zwei Menschen, die sterben mussten. Wir hatten es heute in der Badischen Zeitung, 1 Million werden bereitgestellt für die Sicherheitsmaßnahmen der jüdischen Gemeinden in Baden-Württemberg. Aber ich habe gerade mit Irina Katz gesprochen, die neben mir saß, von der jüdischen Gemeinde hier in Freiburg. Es ist ein Peanuts. Und wir hoffen, dass einfach mehr Sicherheit kommt, mehr da ist. Und wenn ich höre von Irina Katz, dass ab morgen Abend um 20 Uhr die Polizeikräfte abgezogen werden und nicht mehr fahren werden, dann denke ich einfach, das kann nicht wahr sein. Aber wir hoffen, dass wir doch da Dinge hinkriegen, dass die jüdischen Gemeinden einfach auch geschützt werden, hier in Baden-Württemberg und auch überall eigentlich. Jetzt möchte ich Simon dich bitten, deinen Redebeitrag zu halten. Ja, liebe Frau Schlesiger, lieber Herr Sahm, liebe Frau Katz, liebe Anwesende, es sind Tage der Trauer und des Gedenkens für die Stadt Halle und für die Stadt Freiburg und für ganz Deutschland. Letzten Mittwoch haben zwei unschuldige Menschen durch die Hand eines rechtsradikalen, antisemitischen Terroristen ihr Leben verloren, als dieser versuchte, am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur gewaltsam und schwer bewaffnet in eine Synagoge einzudringen. Gemeinsam standen letzte Woche 300 Menschen am Platz der alten Synagoge, um den Opfern dieser schrecklichen Tat zu gedenken, sich solidarisch zu zeigen mit allen Betroffenen und ein Zeichen zu setzen gegen jeden Antisemitismus. Antisemitismus hat viele Gesichter und eine lange Geschichte, die in Deutschland leider nicht 1933 anfängt oder 1945 aufhört. Er zeigt sich im Alltag, zum Beispiel durch überzeichnete und undifferenzierte Kritik oder gar Boykottaufrufe gegenüber dem israelischen Staat auf politischer Ebene, im Internet unter dem Deckmantel des Antizionismus, auf Schulhöfen, wo das Wort Jude immer noch zu oft als Beleidigung gemeint wird, oder an manchem Stammtisch, an dem uralte antisemitische Narrative leider auch noch heute gang und gäbe sind. All das liefert Nährboden für Hass und Verschwörungstheorien und für terroristische Anschläge, die Unschuldigen das Leben kosten. Dagegen muss sich eine offene und demokratische Gesellschaft verteidigen, denn Angriffe auf Juden und Jüdinnen in Deutschland sind immer auch Angriffe auf unsere Gesellschaft als Ganzes, auf uns alle. Wir brauchen gerade für junge Menschen mehr Bildung und bessere Präventionsarbeit, denn sie ist das Fundament einer aufgeklärten, friedlichen Gesellschaft. Wir brauchen aber auch angesichts der aktuellen Situation besseren Schutz vor antisemitischen Übergriffen, insbesondere vor jüdischen Gebetshäusern und Kindertagesstätten. Und als Stadtrat von Freiburg sehe ich hier auch die Freiburger Polizei in der Pflicht.
Und wir brauchen das Engagement und die Unterstützung der Zivilgesellschaft. Von euch allen und von den Menschen um euch herum. Nicht nur damit antisemitische und rassistische Aussagen am Nachbartisch im Café oder in den Facebook-Kommentarspalten nicht unwidersprochen bleiben, sondern auch, um den Feinden der Demokratie, die in Deutschland und auch in Freiburg leider immer mehr Zuspruch erfahren, entschieden entgegenzutreten und sie als das zu benennen, was sie sind. Rechtsradikaler Terror passiert nicht im luftleeren Raum. Die AfD und ihr politisches Vorgehen schafft eine Atmosphäre, in welche dieser gedeihen kann und die Gesellschaft um uns herum bedroht. Faschistische Akteure, wie zum Beispiel die Stadträte der Freiburger AfD, sind immer Teil des Problems und niemals Teil der Lösung. Es sind Tage der Trauer und der Anteilnahme. An dieser Stelle möchte ich mich dennoch dreimal bedanken. Einmal geht mein Dank an Frau Schlesiger, nicht nur für die Organisation heute, sondern auch für ihr Wirken und ihr Engagement im Alltag. Mein Dank geht aber auch heute an alle, die an der Veranstaltung heute teilnehmen und euch im Alltag solidarisch mit allen Betroffenen zeigt. Gemeinsam liegt es an uns, unsere Demokratie und die Grundsäule der Toleranz zu beschützen. Und eins könnt ihr mir glauben, zivilgesellschaftliches Engagement ist aktuell vielleicht wichtiger als jemals zuvor. Zuletzt geht mein Dank an die jüdischen Gemeinden und ihre Mitglieder. Es ist traurige Realität, dass es gerade wegen der wachsenden Anzahl an Einfeindungen und Übergriffen aktuell viel Mut braucht, sich erkennbar als Jude oder Jüdin am öffentlichen Leben zu beteiligen. Dass ihr genau das trotzdem tut und so furchtlos seid und euch nicht von diesem wachsenden rechtsextremen Sumpf einschüchtern lasst, das empfinde ich, und ich glaube, da spreche ich ausnahmsweise nicht nur für viele junge Menschen in Freiburg, sondern für einen überwältigenden Anteil aller Freiburgerinnen und Freiburger, als einen riesigen Gewinn für ein vielfältiges und buntes Freiburg, und dafür gebührt ihnen allergrößter Respekt. Es sind Tage der Trauer und der Anteilnahme. Aber wenn wir uns alle in Zukunft dafür entscheiden, uns konsequent gegen jeden Antisemitismus und den Rechtsruck innerhalb unserer Gesellschaft zu stellen, dann glaube ich, dass diesen Tagen der Trauer und der Anteilnahme auch wieder kleine Tage der Hoffnung folgen können. Hoffnung, dass wir gemeinsam in der Zukunft etwas erreichen, dass man sagen kann, irgendwann in Freiburg, in Deutschland und vielleicht sogar auf der ganzen Welt gibt es keinen Platz für Judenfeindlichkeit, Rassismus, Hass und Hetze. Und dass insbesondere Deutschland eines Tages seiner Verantwortung nach dem Holocaust endlich vollkommen gerecht wird und nie wieder keine Parole mehr ist, sondern gelebte gesellschaftliche Realität. Dankeschön. Danke für deine Rede. Ich soll noch Grüße bestellen vom Kulturbürgermeister Herrn Kirchbach von Kirchbach. Der wäre gerne gekommen, aber der hat heute Abend noch einen anderen Termin. Und ich soll uns viel Glück für diese Veranstaltung wünscht er uns. Ja, ich möchte Herrn Sahm vorstellen. Ulrich Sahm ist aktiver Nahostkorrespondent mit Sitz in Jerusalem. Dort lebt er auch schon seit mehreren Jahrzehnten. Er arbeitet seit 1975 für deutschsprachige Medien in Österreich, Deutschland und der Schweiz, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, Hannoverische Allgemeine, Nachrichtensender, NTV. Ulrich Sahm wurde als Sohn des deutschen Diplomaten Ulrich Sahm geboren. Sein Großvater war Oberbürgermeister in Berlin. Und dann bin ich plötzlich auf etwas gestoßen und habe ihn auch vorhin gefragt, du musstest doch eigentlich auch eine Mutter haben, finde ich nicht in den ganzen Katakomben des Netzes. Und er sagte mir ja gerade, ja, sie lebte noch, 94, und sie ist Äbtissin. Und dann habe ich ihn ganz komisch angeguckt und meinte, wie? Und das würdest du mir jetzt mal ganz kurz erklären und dann stelle ich dich weiter vor. Meine Mutter, die war nach ihrer Scheidung von meinem Vater die Leiterin in Kloster Mariensee. Das ist ein evangelisches Altersheim und da war sie die Leiterin des Altersheims. Das Lustige ist, dass die Titel, die alten Titel, die noch von der katholischen Kirche stammen, die bleiben aufrecht. Und so ist meine Mutter eine Äbtissin. Und das bis heute. Und warum nicht? Also mit Katholiken kann man da sowas nicht besprechen, aber bei den Protestanten ist das durchaus üblich. Damit ist das dann jetzt auch geklärt. Sein Großvater war Oberbürgermeister in Berlin
Ulrich Sahm wuchs in London und Paris auf. Weitere Stationen in seinem Leben waren Moskau und Ankara. Heute lebt er in Jerusalem. Er belegte nach erfolgreichem Studium der evangelischen Theologie, Judaistik und Linguistik in Deutschland noch ein Studium der hebräischen Literatur in Jerusalem. Und wir freuen uns, dass du zu uns gekommen bist, gestern schon aus Jerusalem direkt eingeflogen. Und wir haben schon sehr viele Gespräche geführt. Und ich freue mich auf deinen Vortrag, der hochbewaffnete Frieden. Wie überlebt Israel als einziges demokratisches Land in Nahost? Vielen Dank. Ich möchte eines voraussagen, da alle Scheinwerfer auf mich gerichtet sind, sitzt ihr alle im Finsteren. Und das stört mich eigentlich, denn wenn jemand die Miene verzieht oder nickt oder den Kopf schüttelt, möchte ich das eigentlich gerne sehen, um dann gleich nachzuhaken, was meinst du denn oder warum bist du dagegen oder dafür. Das heißt, ich möchte gerne von vornherein einen Dialog hier schaffen. Ich muss eine Sache vorausschicken, erstmal eine kleine Korrektur. Für die Süddeutsche Zeitung habe ich nie gearbeitet. Warum die da drin steht in meinen Annalen, weiß ich nicht. Die anderen Zeitungen, das stimmt. Von den meisten bin ich dann im Rahmen des Zeitungssterbens in Deutschland und aus anderen Gründen fristlos irgendwann mal entlassen worden. Ich habe 30 Jahre lang in Jerusalem als KNA-Korrespondent gearbeitet. Also ich stehe dem Vatikan fürchterlich nah, wenn ich dann für die katholische Nachrichtenagentur als Protestant gearbeitet habe. Ich habe ursprünglich gleichzeitig auch noch für die EPD gearbeitet, bis dann die KNA und die EPD meinten, das geht nicht zusammen. Also es sind ja Katholiken und Evangelien, das ist hochproblematisch. Ich möchte eines vorwegnehmen, und ich weiß ja nicht, wer ihr alle seid, wo ihr alle herkommt, ob hier vielleicht BDSler oder andere Aktivisten irgendwelcher Richtung auch darunter sind, weiß ich alles nicht. Ich muss deswegen vorausschicken, ich bin deutscher Staatsbürger. Ich bin nie Israeli geworden. Ich lebe dort seit 50 Jahren mit einem Touristenvisum. Und das ist wegen israelischer Bürokratie, die sagenhaft ist, nicht leicht zu ergattern. Das letzte Mal haben die ein halbes Jahr gebraucht, bis ich das Visum bekommen habe. Und da ich nicht Israeli geworden bin, kann ich in Israel auch nicht wählen. Und da ich nur ein deutscher Journalist bin, Betonung auf nur, ich kann weder die Siedlungspolitik bestimmen, noch kann ich vorschreiben, was der Herr Netanyahu alles so behauptet und denkt und macht, noch kann ich ihn überhaupt wählen. Und deswegen, wenn da in Israel Wahlen sind, in diesem Jahr hatten wir schon zweimal Wahlen, ich kann mich da noch nicht mal dran beteiligen. Das heißt, ich bitte euch, was immer ihr glaubt, denkt oder dann vielleicht Widerspruch erhebt, bitte macht mich nicht verantwortlich für das, was da unten passiert. Ich kann es nur berichten, ich kann es darstellen, ich kann es beobachten. Vielleicht kann ich es auch bewerten, obwohl das mit dem Bewerten schon sehr schwierig ist. Und ich habe erhebliche Probleme mit den deutschen Medien aller Art, sowohl Zeitungen wie auch elektronischen. Ich kriege ja einiges mit. Die wissen alle viel besser als ich und vor allem viel besser als die israelischen Wähler, wo es lang geht, wer Recht hat, wer ganz schlimm ist und wer nur halb schlimm ist. Und ich kann euch da ein paar Beispiele nennen, zum Beispiel, wenn der Herr Netanyahu als Hardliner bezeichnet wird. Entschuldigt. Frau Merkel, nur um ein Beispiel zu nennen, und alle anderen Politiker sind alle auch Hardliner. Denn wenn sie sich für ihre Politik, ganz gleich um was es geht, einsetzen, dann sind sie ein Hardliner. Wenn für Herr Netanyahu als nationalreligiöser Regierungschef
bezeichnet wird, als abfälliger Begriff, abfälliges Adjektiv. Da kam ich irgendwann mal, ich habe mir überlegt, Moment mal, da stimmt doch was nicht. Wie ist das eigentlich mit Frau Merkel? Die hat ein hohes C in dem Namen ihrer Partei. Also ist sie auch nationalreligiös? Kein deutscher Korrespondent würde so etwas über die Merkel schreiben, aber Netanyahu selbstverständlich. Dann ist die Rede über die israelische Innenpolitik und was der Netanyahu macht und Wahlkampf und betreibt, ist doch alles ganz schrecklich. Gibt es in Deutschland eigentlich keine Koalitionsverhandlungen und Probleme mit allen möglichen Parteien, die nicht so spuren wollen, wie sie es will? Und in Deutschland gab es doch immer die FDP als Königsmacher und Ähnliches. Also es gibt viele Dinge, die es in Israel immer gibt, die problematisch sind, die schwierig sind. Ich kann euch gerne erklären, wie das alles da funktioniert. Aber wo es genauso parallel zu den Verhältnissen hier in Deutschland gibt. Ich habe hier mein Manuskript, wie ihr seht, voll ausformuliert. Und ich fange an mit dem Titel, den wir irgendwie gemeinsam oder vielleicht teilweise vorgegeben, ich weiß es nicht, ist auch egal. Da kommen tolle Begriffe drin vor. Und ich möchte erstmal ein paar dieser Begriffe auseinandernehmen. Der hochbewaffnete Frieden. Wie überlebt Israel als einziges demokratisches Land in Nahost? Also hier sind mindestens 6 Begriffe, die ich nicht ganz vollständig verstehe und wo ich nicht ganz weiß, was damit eigentlich gemeint ist. Fangen wir mal an mit dem Begriff hochbewaffnet. Also als ich vorhin hier vom Hotel hier rüberkam, in diesen Saal, empfand ich einen kriegerischen Angriff des Freiburger Wettergottes, der mich nämlich mit Regen benässte. Und ich habe es vermieden oder vergessen, mich hochbewaffnet mit einem Regenschirm hierher zu begeben. Es gibt in Israel immer wieder und andauernd Terroranschläge. 13-, 14-Jährige, die sich bei der Mama ein Küchenmesser aus der Schublade holen und losziehen, um Juden umzubringen. Und das tun sie ja. Und da hat es schon mehrere Tote gegeben. Sind diese 13-Jährigen dann hochbewaffnet, wenn sie damit zum Küchenmesser ankommen? Oder ist damit vielleicht was anderes gemeint? Hochbewaffnet Israel als Land, das ein sehr starkes Militär hat, das ist bekannt. Und dann die große Erklärung, ja, aber Israel besitzt doch auch die Atombombe. Ich weiß nicht, was ihr denkt, was ihr glaubt. Glaubt ihr, dass Israel die Atombombe hat? Ich vermute mal, ich kann euch nicht so richtig sehen, dass einige wahrscheinlich nicken werden. Wer dieser Meinung ist, dann soll er mir bitte mal sagen, laut welcher Quelle er dann die Zahl der israelischen Atombomben nennt. Laut Spiegel, laut Schwedisches Friedensinstitut, laut irgendwelche anderen Institute, jeder nennt eine andere Zahl. Und ich als Journalist, wenn ich höre, dass jeder eine andere Zahl nennt, ich lerne daraus eines, keiner weiß, wie viele Atombomben Israel hat. Und das Nächste, wenn es um Atomwaffen geht, prüft man, und so war das in Pakistan, so war das in Indien, bei den Amerikanern, Franzosen und Nordkorea, da wird immer geschaut, ob und wann die mal einen Atomtest gemacht haben, unterirdisch oder wie immer auch. Denn das kann man verfolgen, da sieht man dann die Spuren bei den Erdbebenforschern. Die können genau sagen, da an dem Tag, in der Minute ist eine Atombombe gezündet worden. Mir ist nicht bekannt bis heute, dass Israel jemals einen Atomtest durchgeführt hätte. Wenn ich jetzt die offiziellen Israelis frage, habt ihr eine Atombombe? Schweigen.
die sagen nichts dazu. Strengste Zensur. Da darf man nichts drüber veröffentlichen und darf man nichts sagen und so weiter. Okay. Könnte es vielleicht sein, dass Israel gar keine Atombombe hat? Denkbar ist es. Das Lustige ist, und das behaupten auch die offiziellen Israelis, beziehungsweise sagen, das ist die offizielle Politik, wir sagen nichts, wir bestätigen nichts, wir dementieren aber auch nichts. Und wenn alle Welt, vor allen Dingen unsere unmittelbaren Feinde, glauben, wir hätten eine Atombombe, dann belassen wir die gerne in diesem Glauben. Und wenn ihr jetzt behauptet oder behaupten solltet, wer aber Atomwaffen besitzt, mit dem kann man keinen Frieden schließen, habe ich einen Beweis dafür, dass eine atomare Bewaffnung, und sei sie nur vermutet, dass die durchaus Frieden bringen kann. Anwar el-Sadat, der ägyptische Präsident, nach dem schweren Krieg von 1973, dem Yom Kippur-Krieg, der jetzt gerade, wie viele Jahre ist der zurück? 45? Nee. Ja, 45. Zwar jetzt wegen diesem Jahrestag und weil gerade Yom Kippur war, weil Israel da fürchterlich überrascht worden ist, zumindest nach israelischer Darstellung, die Soldaten nicht bereit waren, das ganze Land an Yom Kippur liegt ja alles lahm. Und es gibt Leute, die sagen, Gott sei Dank, denn weil niemand auf den Straßen rumfuhr, gab es keine Verkehrsstaus und dann konnten die Militärs ganz schnell durchkommen zur Front. Aber sie wurden trotzdem überrascht. Golda Meir hat damals nicht zu Recht Warnungen geglaubt und Willy Brandt, der ja als sehr pro-israelisch immer dargestellt wird, auch wegen dem Kniefall in Warschau, der hatte sich damals geweigert, Informationen bzw. Warnungen von der ägyptischen und überhaupt von der arabischen Seite an Golda Meir angeblich weiterzugeben. Und dann hat Willy Brandt, ich erwähne ihn nur, weil der ja hier in Deutschland auch so eine Ikone ist, eine Figur ist, dann hat Willy Brandt den Amerikanern verboten, in Deutschland zwischenzulanden, als die Amerikaner den Israelis in aller Schnelle Waffen schicken wollten per Flugzeug. Und da hat Willy Brandt die Zwischenlandung in Frankfurt verboten und das galt als ein sehr negatives Zeichen. Dann mussten die Amerikaner auf den Azoreninseln im Atlantik zwischenlanden und gelangten dann mit den Waffen nach Israel. Nur weiß ich aus eigener Erfahrung, dass dennoch amerikanische Waffen von Ramstein bei Frankfurt nach Israel transportiert worden sind. Das ist nicht, natürlich nicht offizielle Politik, ist niemals offiziell bestätigt worden. Nur ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Denn ungefähr eine Woche nach Ausbruch des Yom Kippur-Krieges, da war ich damals gerade in Deutschland bei unserem Forschungsprojekt, da habe ich dann über gute Kontakte bei der israelischen Botschaft, habe ich es dann geschafft, ein Ticket von Frankfurt nach Israel zu bekommen mit einer El Al-Maschine, einer israelischen Verkehrsmaschine. Das Erste, was passierte, war, dass die uns erklärten, deinen Koffer musst du in Deutschland lassen, wir werden ihn später nachschicken. Okay, dann stieg ich ein ins Flugzeug und dann sah ich, dass die ganzen hinteren Reihen, Sitzreihen, wurden vollgepackt mit so länglichen Kisten. Ich vermute mal, dass diese länglichen Kisten nicht dazu dienten, irgendwelche Blumen nach Israel zu transportieren. Dann guckte ich aus dem Fenster raus und dann sah ich, wie da noch weitere längliche Kisten in unser schönes Flugzeug geladen wurden. Also, auch wenn ich es nicht beweisen kann, die Kisten waren unbeschriftet, soweit ich mich erinnere, da wurden Waffen nach Israel transportiert. Von Ramstein
Frankfurt nach Israel. Und das mitten während des Yom Kippur-Krieges. Und das habe ich mit eigenen Augen gesehen und erlebt. Jetzt Yom Kippur-Krieg. Es streiten sich bis heute die Araber und die Israelis darüber, wer denn diesen Krieg besiegt hat. Die Israelis sind bis 101 Kilometer vor Kairo vormarschiert, haben den Suezkanal überwunden und dann standen sie unmittelbar vor den Toren von Damaskus und die Syrer haben sich zurückgezogen, auch die Ägypter. Also rein militärisch gesehen kann man wohl behaupten, die Israelis haben da haushoch gesiegt, obwohl sie total überrascht worden sind und in einer sehr schwierigen Lage waren. Aber weil dann danach quasi Friedensverhandlungen, Entflechtungsabkommen zwischen Syrien und Israel und auch im Sinai geführt worden sind unter der Führung von Herrn Kissinger, der ja aus Fürth stammt, und deswegen behaupten die Araber, dass sie eigentlich gesiegt hätten. Auf jeden Fall, jetzt mal ohne zu entscheiden, wer da nun Recht hat und wer Unrecht hat, spielt doch keine Rolle. Nach dem Krieg hat Anwar el-Sadat, der ägyptische Präsident, der übrigens nicht demokratisch gewählt war, der hat gesagt, ein Krieg gegen Israel ist wahnsinnig teuer. Und Israel kann nicht besiegt werden. Warum? Weil Israel die Atombombe besitzt. Und dann ist es für uns Ägypter billiger, mit den Israelis Frieden zu schließen, als auf einen weiteren Krieg hinzuarbeiten. Mit anderen Worten, ob Israel jetzt die Atombombe hat oder nicht, spielt keine Rolle. Aber allein die Vorstellung, der feste Glaube daran, dass Israel eine Atombombe besitze, hat im Falle von Ägypten zu einem Friedensvertrag, dem ersten Friedensvertrag zwischen dem jüdischen Staat Israel und der arabischen Welt und das noch mit dem mächtigsten arabischen Land überhaupt geführt. Das heißt, hochbewaffnet oder Atombomben ist nicht nur negativ, nicht nur schlecht, sondern es kann, wie dieses Beispiel zeigt, sogar zu einem Frieden führen, ungeachtet der Frage, ob die nun solche Dinger besitzen oder nicht. Das nächste Wort auf meinem Spickzettel hier heißt Frieden. Wenn der Pastor in der Kirche euch am Sonntag sagt, Friede sei mit euch oder geht in Frieden oder irgend sowas, der meint mit Sicherheit nicht, dass ihr jetzt irgendwo hingehen sollt und mit irgendjemandem einen Friedensvertrag abschließen sollt. Ihr könnt ja gar nicht. Was bedeutet das Wort Frieden? Es gab fürchterliche Unruhen in Hamburg, G20-Konferenz, fürchterliche Prügeleien mit der Polizei und also fast Mord und Totschlag und so weiter. Und als dann alles vorüber war, hat dann die Polizei einen Friedensvertrag mit den Randalieren geschlossen? Mit Sicherheit nein. Frieden laut UNO oder Menschenrechte, und also laut der offiziellen Definition, Frieden können nur Staaten miteinander schließen. Und zwar Staaten, die stehende Armeen haben. Eine Armee ist dadurch gekennzeichnet, dass die Kämpfer, die Soldaten, Uniformen tragen und mit dieser geballten Kraft, Armee, gegen den Feind losziehen und einen Krieg führen. Und danach wird ein Friedensvertrag zwischen zwei Staaten geschlossen. Dieses betone ich, weil viele Leute davon reden, dass 1974 zwischen Israel und der PLO, PLO ist die palästinensische Befreiungsorganisation, damals mit Herrn Yasser Arafat an der Spitze, die haben doch 1974 diese Osloer Verträge abgeschlossen. Es gibt Leute, die reden von einem Friedensvertrag. Entschuldigung, es gibt auch keinen Friedensvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der RAF, nur um ein Beispiel zu nennen. Die PLO galt sie offiziell noch als
Terrororganisation. Es ist eine Organisation. Und zwischen einem Staat und einer Organisation kann kein Friedensvertrag geschlossen werden. Es gibt Abmachungen, Verträge und so weiter. Aber Friedensvertrag ist was anderes. Und ich bin etwas irritiert, weil ich neulich in der Jerusalemer Erlöserkirche, da gab es fürchterlichen Knatsch zwischen mir und zwischen der Erlöserkirche, da kann ich später noch drauf eingehen. Und da saß dann mir gegenüber vor einigen Tagen der Herr Stuhlmann, der Interimspropst, wie er genannt wird, und der erklärte mir, ja, Deutschland hat nach dem Zweiten Weltkrieg Frieden geschlossen, unter anderem mit Polen. Und ich war etwas irritiert, weil ich niemals erfahren oder gehört hatte, dass Deutsche und Polen irgendwann mal einen Friedensvertrag ausgehandelt hätten und sich dann irgendwann mal an irgendeinen Schreibtisch gesetzt haben und dann feierlich einen Friedensvertrag unterzeichnet hätten. Und da dieser Herr Probst standhaft darauf bestand, es gibt einen Friedensvertrag, habe ich mir erlaubt, eine E-Mail zu schicken, was ich gelegentlich tue, an das Auswärtige Amt. Denn die müssen ja eigentlich wissen, mit wem Deutschland Frieden geschlossen hat und mit wem nicht. Ich bekam dann die Antwort vor 3 Tagen, das ist also alles brühwarm. Meinen Computer habe ich nicht mitgebracht, sonst hätte ich das vorlesen können. Es gibt das 2+4 Abkommen und dieses 2+4 Abkommen, von dem ihr sicherlich alle wisst, kommt einem Friedensvertrag gleich, okay, ein bisschen Fantasie, und jetzt seien alle rechtlichen Fragen zu dem Zweiten Weltkrieg und so weiter gelöst. Wenn dem so sein sollte, wie die mir da geschrieben haben, frage ich mich, wie kommen verdammt nochmal die Griechen dazu, die ja auch im Rahmen dieses 2+4 Vertrages, damit haben die ja auch sozusagen einen Friedensvertrag abgeschlossen, wie kommen die jetzt dazu, von Deutschland heute Kompensation für Kriegsschäden zu verlangen? Also scheint es da immer noch irgendwelche offene Fragen zu geben, auch rechtliche. Und was mich bei dem 2+4 Vertrag ganz besonders stört, die 4 Besatzungsmächte, die sind klar, nur von den 2, die dann auch unterschrieben haben, hat sich einer von den beiden in Luft aufgelöst. Gibt's nicht mehr. Also das ist so eine Form. Ich bin da vielleicht Formalist, ich weiß es nicht. Übrigens, ich hatte neulich auch ein anderes Problem. Da habe ich mich dann auch ans Auswärtige Amt gewandt. Alle Botschafter haben auf ihrer Webseite so ein Sprüchlein: Ich freue mich jetzt, die Bundesrepublik Deutschland in England, Frankreich, USA oder eben in Israel zu vertreten. Und dann schaute ich auf die Webseite der sogenannten ständigen Vertretung, das klingt so nach Ostberlin, der ständigen Vertretung in Ramallah bei der palästinensischen Autonomiebehörde. Und da hatte der Herr Botschafter, Herr Klages, auch so ein Sprüchlein: Ich freue mich jetzt, die Bundesrepublik Deutschland in Palästina zu vertreten. Wie bitte? Ich wende mich mal wieder ans Auswärtige Amt. Wenn der schreibt, dass er Deutschland in Palästina vertritt, bedeutet es, dass Deutschland den Staat Palästina und vielleicht auch die palästinensischen Gebiete, für die die konsularische Abteilung dort zuständig ist, ist das beides anerkannt? Und da schrieben die mir zurück, nein, der Staat Palästina, der ja bis heute nicht ausgerufen worden ist, den es also gar nicht gibt, ist damit nicht anerkannt. Aber Palästina und palästinensische Gebiete, und jetzt passt auf, jetzt kommt ein neuer diplomatischer Begriff, der mir vorher nicht gängig war.
Palästina und palästinensische Begriffe und palästinensische Gebiete sind gängige Begriffe. Wir haben es jetzt also mit einem gängigen Begriff zu tun. Man lernt nie aus. Und Diplomaten sind wohl sehr erfinderisch in der Erfindung von neuen Begriffen. Ich gehe mal davon aus, wenn damals in Bonn, als es Willy Brandt noch gab und so weiter, wenn da irgendjemand behauptet hätte, dass die DDR in der DDR-Hauptstadt Berlin, dass das ein gängiger Begriff wäre, der hätte mir gleich mit der Hallstein-Doktrin und so weiter gewunken. Apropos Hallstein-Doktrin, da fällt mir ganz spontan ein, die hat auch für die deutsch-israelischen Beziehungen eine enorme Bedeutung. Ihr erinnert euch, 1963, glaube ich war es, hat der ägyptische Präsident, Gamal Abdel Nasser damals noch, der hatte den Herrn Honecker nach Kairo eingeladen. Und das galt als Anerkennung der DDR. Und da waren Bonn geradezu gezwungen, wegen dieser Hallstein-Doktrin, die ja, wo DDR und Anerkennung und so weiter ein totales Tabu war, war Deutschland, die Bundesrepublik, dann gezwungen, die diplomatischen Beziehungen mit Kairo zu reduzieren oder sogar abzusagen. Als das geschehen war, da besann sich dann die Bundesrepublik Deutschland darauf und die Wiedergutmachungsverhandlungen und andere enge Kontakte gab es längst. Da sagte dann die Bundesrepublik Deutschland, wenn dem so ist, dann werden wir es jetzt den Arabern zeigen und dann werden wir den Staat Israel anerkennen und mit dem diplomatische Beziehungen aufnehmen. Das heißt, ohne Hallstein-Doktrin, ohne diesen Besuch von Honecker in Kairo, gäbe es möglicherweise bis heute keine diplomatische Beziehung zwischen damals Bonn, heute Berlin, und dem Staat Israel. Und ähnlich problematisch hat sich noch ein anderes Land verhalten, ein nicht ganz unwichtiges Land, dem Israel, das Volk Israel, die Juden und allesamt fürchterlich wichtig sind, nämlich der Vatikan. Wann hat der Vatikan Israel anerkannt? Weiß es jemand? Nein, nicht anerkannt. Der Vatikan hat 1974, nach den Osloer Verträgen mit den Palästinensern, hat der Vatikan den Staat Israel erst anerkannt. Das heißt, es musste erst sozusagen ein Palästinenserstaat her und dann erst konnten die sich darauf einigen, auch den Judenstaat anzuerkennen. Ich möchte hier dem jüngsten Stadtrat in Deutschland, der hier vorhin die kleine Rede gehalten hat, die ich übrigens sehr gut fand, aber eine kleine Kritik. Er redete, wo sitzt der denn? Ich sehe es nicht. Da, okay. Du hast da die ganze Zeit immer nur von Antisemitismus gesprochen. Das ist aus heutiger Sicht richtig. Nur Antisemitismus, das ist nur ein kleiner Exkurs, Antisemitismus ist etwas, was erst vor 200 Jahren erfunden worden ist, nämlich mit der Aufklärung. Und der Antisemitismus wurde erfunden als Rassentheorie, weil die alte Judäophobie, der alte Judenhass, der griff nicht mehr. Und ich muss hier betonen, und das ist auch, das hat Bedeutung bis Freiburg und bis heute und bis Halle und überhaupt. Es gibt einen uralten Hass, genannt Judäophobie zum Beispiel, gegen Juden, der 2000 Jahre lang
von der Kirche, den Kirchen, gepflegt worden ist. Die Juden haben das schlimmste denkbare Menschenverbrechen begangen, auf das man nur kommen kann. Die waren Gottesmörder, weil Jesus ja Gott war. Also waren sie Gottesmörder. Nur mit dem Begriff Gottesmörder konnte man in der Aufklärung nichts mehr anfangen. Denn Gott war ja abgeschafft, Gott gab es nicht mehr. Seitdem gilt nur noch Wissenschaft und Intelligenz oder Aufklärung halt. Und wenn es keinen Gott gibt, dann kann es auch keinen Gottesmörder mehr geben. Aber es gab dann Leute wie Voltaire und andere, die trotzdem ganz tief unten in der Seele einen gesunden Hass auf Juden pflegten, um es mal so zu nennen. Und so kamen sie dann auf die Idee, lass uns doch die Menschen wie die Köter in Menschenrassen aufteilen. Und so kamen sie dann, da sie nicht wussten, wie soll, ich meine, nach der Hautfarbe allein, das geht nicht. Und da geht vieles durcheinander. Und wie sollen wir die Menschen in Rassen aufteilen? Und dann kam irgendjemand auf die Idee, nehmen wir doch die Sprachfamilien. Und gerade damals, vor 200 Jahren, ich gehe mal davon aus, dass kaum ein Jude in Polen, Russland oder irgendwo anders, dass kaum ein Jude wirklich Hebräisch konnte. Und trotzdem wurden alle Juden pauschal als Semiten bezeichnet, weil das Hebräisch eine semitische Sprache ist. Dann kommt der nächste Irrsinn. Wenn die Semiten alle ein Volk sind, wie kann es dann sein, so das Argument, dass Semiten unter sich fürchterlich bekämpfen? Palästinenser sind doch auch Semiten, sprechen nämlich Arabisch. Und die Juden auch. Wie kann es dann sein, dass die in Nahost ständig Kriege führen? Eine Schwachsinnsbehauptung. Gegenargument, wie kann es sein, dass Franzosen und Deutsche sich jahrhundertelang bekriegt haben, obwohl sie doch beide Arier sind. Und keiner von euch würde sich heute mehr Arier bezeichnen. Also ihr seht, alles Schwachsinnsargumente. Und dann habe ich noch im Namen meiner Recherchen irgendwann mal festgestellt, dass es sogar sowas wie eine Genwäsche gibt. Das heißt, ein Volk kann seine Rasse ändern. Und das nenne ich dann Genwäsche. Und das ist den Ägyptern passiert im 6. Jahrhundert, als die nämlich von den Arabern erobert wurden, haben die dann auch die arabische Sprache übernommen. Und dann erst ab dem 6. Jahrhundert wurden dann die Ägypter, wurden dann erst zu Semiten. Und vorher waren sie offenbar Arier oder ich weiß nicht welche Rasse, ist ja auch egal. Also ihr seht, diese ganzen Theorien sind total bekloppt und funktionieren einfach nicht. Das Wort Frieden habe ich schon erklärt und ich habe ein Problem damit, dass gerade in Nahost, da gibt es lauter sogenannte asymmetrische Kriege, da nur Staaten Frieden schließen können, müsste Israel ja mit wem eigentlich Frieden schließen. Zum Beispiel im Libanon, da hat Israel ja mehrere sogenannte Libanon-Kriege geführt. Aber Israel hatte beste Beziehungen mit der libanesischen Armee. Und die haben keinen Krieg geführt gegen die libanesische Armee, sondern immer mit irgendwelchen Organisationen, die wie ein Staat im Staate vom Libanon aus Krieg gegen Israel geführt haben. Früher war es die PLO, die palästinensische Befreiungsorganisation, die haben Raketen auf Israel abgeschossen, vom Libanon aus. Und dann ist Israel einmarschiert bis nach Beirut, hat auch die libanesische Hauptstadt erobert. Und naja, ich habe es genossen, in der Zeit nach Beirut zu fahren und dann in wirklich vorzüglichen libanesischen Restaurants direkt am Meer zu sitzen. Und im Hintergrund gab es ein Feuerwerk in West-Beirut. Also völlig absurde Situation. Und dann kam die Hisbollah, vom Iran unterstützt, Islamisten.
dann haben die munter Krieg gegen Israel geführt. Und Israel hat gegen beide keinen Krieg geführt. Dieser Libanon-Krieg, der wird bei den Israelis zumindest nicht als solcher bezeichnet, sondern das waren dann Militäroperationen. Schönes Wort anstelle von Krieg, weil es eben kein formaler Krieg war. Heutzutage, wenn wir sagen, hochbewaffnet und Frieden muss sein, heutzutage sind die Israelis hochbewaffnet, sehr fähig, auf ganz anderen Ebenen. Die haben ein großes Interesse daran, irgendwelche 13-, 14-Jährige oder etwas ältere Jungs, ehe die mit dem Küchenmesser losziehen, um Juden abzustechen. Und das sagen sie auch, Allahu Akbar, und ich will Juden abstechen und so weiter, das ist alles belegt. Da sind die Israelis mit tollsten Methoden und so weiter im Internet unterwegs. Prüfen automatisch sämtliche Facebook und was es sonst an Seiten gibt und schauen, ob da einer sagt, ich hole mir jetzt ein Messer und gehe jetzt los und steche ein paar Juden ab. Und achtet drauf auf die Nachrichten, denn ich werde dann berühmt werden. Ja, und diese Terroranschläge, die sind ja irgendwo auch Sucht, berühmt zu werden, sich wichtig zu tun. Was sonst ein 13-Jähriger zu suchen mit dem Messer in der Hand, um Juden abzustechen? Was soll das Ganze? Und da kommt dann die Gehirnwäsche dazu und so weiter. Und das Tolle ist, dass die oft, nicht immer, dass die oft das großartig ankündigen und die Zeit zwischen dieser großartigen Ankündigung auf Facebook oder irgendein Twitter oder sonst was es sonst gibt, bis zu dem Augenblick, wo sie an der Stelle sind, wo sie zustechen. Das ist zwar nicht viel Zeit, aber die Israelis sind inzwischen fähig, das alles abzuhorchen, abzutasten, sich dann vorzubereiten. Sie sehen ja dann, wer behauptet das, wo kommt er her, aus welchem Dorf. Und dann können sie eingreifen. Und dann werden die Eltern angerufen. Oder bisher gibt es Kooperation mit dem palästinensischen Geheimdienst. Dann geht der palästinensische Geheimdienst hin und klopft an die Haustür und sagt den Eltern, pass mal auf, euer Junge hat irgendwelche Absichten. Das kann übel werden und wenn er Erfolg hat, dann werden die Israelis kommen und euer schönes Haus abreißen oder zerstören oder sprengen, was immer auch. Das heißt, hoch bewaffnet zu sein, das kann auch bedeuten, dass man das Internet abhört und überprüft. Es gibt tausend Methoden und das, um, wie gesagt, irgendwelche Anschläge zu verhindern. Hochbewaffnet kann also vieles bedeuten. Dann steht hier im Titel, wie überlebt Israel als einziges demokratisches Land im Nahost? Tja, es gibt Leute, die behaupten, Israel gäbe es gar nicht. Das ist doch ein illegales Gebilde. Und wenn ich mir die Propaganda von Iran und von anderen Quellen anschaue und ich kriege sowas als Journalist, ist man überall abonniert und ich kriege dann immer diese kleinen Videofilmchen oder irgendwelche Texte zugeschickt. Also der Iran verkündet alle drei Tage, wir haben heute die Fähigkeit, das zionistische Gebilde innerhalb von drei Tagen von der Landkarte zu wischen. Gut, zionistische Gebilde oder was immer die dann behaupten. Also es gibt tausend andere Begriffe, wobei ich hier anführen muss, dass der Staat Israel als Staat in der UNO sitzt und von ungefähr 190 Ländern anerkannt worden ist und ein ordentliches UNO-Mitglied ist, was manche andere, zum Beispiel der gängige Begriff Palästina, ist nicht ordentliches Mitglied bei der UNO, nicht als Staat anerkannt. Und
wenn Leute behaupten, dass es den Staat Israel gar nicht gibt, ich meine, das ist dann die übelste Propaganda, die haben dann andere Begriffe dafür. Jeder weiß genau, was gemeint ist. Und ich finde es, empfinde es, und das sage ich jetzt nicht als Pro-Israeli oder sonst was, ich finde es schon eigentümlich, dass ein Staat, in dem Fall der Iran, lauthals jeden dritten Tag verkünden kann und darf, den Staat Israel zerstören zu wollen. Und dann gibt es Länder, unter anderem hier dieses Land, wo wir gerade sitzen, die dann kräftigst unter Umgehung von irgendwelchen Sanktionen, die von den Amerikanern kommen, kräftigst mit Iran Geschäfte machen. Und auf diese Weise auch mit den Iran unterstützen und bestätigen mit dieser mörderischen Propaganda. Befremdet mich, dass es da nicht grundsätzlichen Widerspruch gibt von Seiten der deutschen Regierung. Nächstes Stichwort hier im Titel: als einziges demokratisches Land. Ich glaube, dass ich darauf verzichten kann, das Wort Demokratie zu definieren. Wenn demokratisch bedeutet, dass Leute regelmäßig oder wann immer zur Wahlurne schreiten können und dann ihre Stimme abgeben, dann kenne ich ein Land, das noch viel demokratischer ist als Israel dort unten. Syrien. Das letzte Mal, als es Wahlen in Syrien gegeben hat, der einzige Kandidat war natürlich Präsident Assad, und der ist mit 98% gewählt worden. Also wenn das nicht eine ordentliche Mehrheit ist, dass der gleiche Assad inzwischen 500.000 Syrer umgebracht hat, das gehört zu seinem demokratischen System. Es gibt noch andere Länder in der Region, die manchmal als demokratisch genannt werden oder bezeichnet werden, vielleicht auch bezeichnet werden sollten, zum Beispiel Libanon. Aber im Libanon, wenn ich denke, dass da ein Staat im Staate die Kontrolle hat und herrscht, Hisbollah, dann kann ich das kaum mehr als einen normalen Staat bezeichnen. Denn zur Demokratie, was da entscheidend eine Rolle spielt, ist nicht nur die Demokratie, nicht nur das Wahlsystem. Dazu gehört auch ein Rechtsstaat, eine Gewaltenteilung und dass zum Beispiel die Politiker entscheiden, was das Militär macht, ob das Militär jetzt Krieg führt oder nicht. Das ist keine Entscheidung der Militärs. Das müssen die Politiker entscheiden. Also, was eine Demokratie oder eine ordentliche Demokratie ist, ist schwer zu definieren. Und genauso wie in Deutschland gibt es im Augenblick ein Riesenproblem im Staat Israel. Ich habe es kurz schon angesprochen. Die haben inzwischen zweimal gewählt und keine der beiden großen Parteien, die es dort gibt, hat eine klare Mehrheit bekommen. Es geht um ein Mandat mehr und ein Mandat weniger, und beide zusammen können sich bisher wegen Egoismus der Politiker nicht auf eine gemeinsame große Koalition einigen. Und dann stehen da so ein paar kleine Parteien, stehen dazwischen, mit denen man entweder keine Koalition machen kann. Also ich kann mir im Augenblick keine deutsche CDU, CSU, SPD, Grüne, Linke. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von denen bereit wäre, zum Beispiel mit der AfD eine Koalition einzugehen. Und in Israel ist das Problem, dass es die sogenannten zionistischen Parteien gibt, die also den Staat Israel bejahen und zionistische Ideologie akzeptieren. Und dann gibt es inzwischen 13 Abgeordnete, die nicht dazu gehören,
ist eine erstaunlich große Partei geworden, nämlich die Gemeinsame Liste der Araber. Die arabische Gemeinsame Liste. Und das Spannende an dieser gemeinsamen arabischen Liste, die also wie gesagt nicht koalitionsfähig ist, das Spannende ist, dass da gemeinsam in einer Partei Kontrahenten, um es mal so zu nennen, sitzen. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, eine Partei, eine gemeinsame Liste mit Nationalisten, Sozialisten, Islamisten und Kommunisten und ich weiß nicht, also kunterbunt, das gesamte politische Spektrum ist da in einer Partei zusammengeschlossen. Ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht richtig funktioniert. Und die streiten sich auch untereinander. Das ist schwierig. Und dann gibt es noch eine andere große Partei, also groß ist alles relativ, die glaube ich 14, 15 Mandate hat. Und zwar die Partei von Avigdor Liebermann. Das ist ein rechtskonservativer Politiker, aus dem Moldau stammt, der als Rechtsfaschist auch gilt. Und weil er Russe ist, hat er eben eine Russenpartei und die stehen treu zu ihm. Und der hat sich mit, weil er eigentlich rechts ist, sollte er doch eigentlich mit dem Herrn Netanyahu zusammengehen. Der war auch bei Netanyahu im Kabinett als Verteidigungsminister und dann hat er sich mit dem überworfen. Denn diesem Rechtsnationalisten Avigdor Liebermann, der im Grunde genommen das Zünglein an der Waage bedeutet, der hatte sich überworfen mit Netanyahu, der, wie wir ja gerade gehört haben, rechtsfaschistischer Hardliner ist, weil Netanyahu sich geweigert hat, einen Gaza-Krieg zu führen und den Gazastreifen wieder zu erobern und die Hamas zu zerschlagen. Damit hatte dann Avigdor Liebermann ein Argument, dieser Netanyahu ist für mich zu lasch. Sowas hört man in deutschen Medien nur selten, dass ausgerechnet der Netanyahu zu lasch ist. Aber Netanyahu, der ja schon zwei Libanon sogenannte Kriegsoperationen durchgemacht hat, der ist, ob man will oder nicht, ein umsichtiger Politiker, der auch an die Zukunft denkt. Wenn es darum ginge, die Hamas-Organisation, also Islamisten, Extremisten, die den Staat Israel auch nicht anerkennen wollen, wenn es darum ginge, die Hamas zu zerschlagen, und Israel hätte dazu die Fähigkeit, zweifellos, was dann? Dann müsste Israel nämlich in den Gazastreifen vollständig wieder einmarschieren. Und dann müssten israelische Soldaten wieder die Verkehrspolizisten spielen an den Kreuzungen. Und dann müsste Israel die Krankenhäuser, Schulen und was es da alles gibt, leiten. Das kostet ein Schweinegeld. Und Israel hat sich ausgerechnet unter Ariel Sharon zurückgezogen aus dem Gazastreifen, weil die keine Lust mehr hatten, diesen Küstenstreifen zu beherrschen, zu kontrollieren. Das hatte tragische Folgen. Tragisch insofern, als die Israelis im Rahmen dieses Rückzugs, das wird dem Sharon bis heute übel genommen, er hat nicht nur alle Militärlager, sondern auch alle Siedler aus dem Gazastreifen rausgeholt. Und diese Siedler wurden bis heute nicht richtig entschädigt. Das heißt, sie mussten ihre Häuser verlassen, wurden dann in irgendwelche sogenannte Karawane gesteckt und die haben bis heute nicht das große Geld gesehen, was sie eigentlich erwartet hätten, für ihre Villen, die sie verlassen mussten und so weiter. Also da gibt es, und das ist mit ein Grund, warum zum Beispiel ein Rückzug, Auszug Israels aus dem Westjordanland fast undenkbar ist, denn da lebt fast eine 500.000 Israelis. Und die wollen nicht auf die Straße gesetzt werden. Die haben da schöne Häuser gehabt und gekauft, schöne Wohnungen, vielleicht auch Landwirtschaft betrieben.
Die wollen das nicht alles verlieren für nichts und wieder nichts. Das heißt, die sind nicht bereit, einer solchen Politik zu folgen. Ich kann es irgendwo nachvollziehen. Was den Gazastreifen angeht, hatte das noch weitere tragische Folgen. Zunächst einmal, solange die Israelis noch im Gazastreifen waren, haben die ja alles kontrolliert. So wie die Israelis weg waren, haben die Palästinenser dort und speziell die Hamas, haben gesagt, jetzt sind wir freie Menschen, jetzt können wir tun und lassen, was wir wollen. Was haben sie gemacht? Jeder hat sich irgendwie eine kleine Pumpe angeschafft, im Hintergarten ein kleines Löchlein gebohrt und holt sich nun aus dem Grundwasser das Trinkwasser heraus, kostenlos. Ich war mal bei einer Pressekonferenz mit einem Vertreter von der EU, Mario hieß der, in Italiener, und die haben dann so eine Hochglanzbroschüre verteilt. Und da stand dann drin, dass die EU, ich weiß nicht, wie viele Millionen ausgibt, bereitstellt, um Schweröl, sprich oder Dieselöl, bereitzustellen für den Betrieb des Kraftwerks im Gazastreifen. Da fragte ich den dann, wieso stellen die Europäer Millionenbeträge bereit, um ein Kraftwerk in Gang zu setzen? Ich habe immer gelernt, und das ist, glaube ich, auch bei euch so üblich, ihr mit euren Stromrechnungen bezahlt die Herstellung des Stroms. Und da verdienen sogar die Kraftwerke dran. Wieso bezahlt ihr also den Strom oder die Stromherstellung im Gazastreifen? Ja, sagte er, im Gazastreifen gibt es so ein Problem. Bei den Menschen, die Menschen im Gazastreifen, die Araber, die Palästinenser, die können wir doch nicht einfach im Finsteren sitzen lassen. Und bei denen ist es nicht üblich, die Stromrechnung zu zahlen. Also da waren einige Journalisten und da haben einige gesagt, oh toll, jetzt ziehen wir in den Gazastreifen, dann brauchen wir keine Stromrechnung mehr zahlen. Das andere Problem, die andere Tragödie, die war, wenn jeder einen Brunnen bohrt und das Wasser aus dem Grundwassersee, auf dem Gaza eigentlich schwimmt, rauszieht, wie bei allen anderen Dingen auch, es gibt auch in der Natur kein Vakuum. Der Grundwasserspiegel sank und sank und sank, aber Luft reicht da nicht. Und der Gazastreifen besteht ja im Wesentlichen aus Sand und liegt direkt am Mittelmeer. Und was ist da passiert? Das ganze schöne Salzwasser kommt nachgeflossen und verseucht den Unterwassersee unter dem Gazastreifen. Wenn ich sage, keine Kontrolle und freie Menschen, die Menschen im Gazastreifen waren dann auch noch so frei, alles, was die so an Abwasser produzieren, auf die Straße fließen zu lassen. Und das floss dann durch die Gullis direkt in diesen Unterwasser-Aquifer, also Wasserschicht. Das heißt, die haben sich nicht nur mit Salz verseucht, sondern auch noch mit ihrem eigenen Dreck und mit Dünger und so weiter. Und ich erinnere mich, also früher sind wir hier im Gazastreifen gefahren, war alles offen. Und wer in Tel Aviv wohnte, der fuhr dann in den Gazastreifen, um da billig Gemüse einzukaufen. Und die Palästinenser im Gazastreifen zu Tausenden kamen rüber nach Israel, um in Israel als Tagelöhner zu arbeiten. Und wer ein Auto hatte, ließ sich das Auto billig bei den Arabern reparieren. Also das war ein völlig offenes Hin und Her. Und das alles endete erst, als die Hamas mit ihrer extremen Ideologie und so weiter die Herrschaft im Gazastreifen übernahm. Haben die Israelis dann wegen Selbstmordattentaten und so weiter keine Palästinenser aus dem Gazastreifen mehr reingelassen. Heute lockert es sich so ein bisschen. Da fangen sie wieder an,
ein paar Leute reinzulassen. Ich erinnere mich damals im Süden des Gazastreifens, im Wasi, so heißt das da, und leben Beduinen, und die hatten eine ulkige Methode der Bewässerung. Die haben fußballfeldgroße Felder ausgebuddelt, so 2 Meter tief, den Sand auf die Seite geworfen und haben das Feld dann gerade gemacht, haben nur ein paar Zentimeter tief die Pflanzen in den Boden gesteckt. Und weil der Grundwasserspiegel so hoch war, gelangten dann die Wurzeln der Pflänzlein, die sie da eingepflanzt haben, direkt zum Grundwasser. Braucht man keine Bewässerung mehr. Das ist natürlich alles heute nicht mehr denkbar, nicht mehr möglich. Alles kaputt. Und heute sind es die Europäer und teilweise auch die Israelis, die ein Interesse haben, die Abwässer von Gaza irgendwie zu säubern, weil die Plastiktüten und alles, was da ins Wasser geworfen wird, verstopfen heute die Kraftwerke an der Mittelmeerküste, denn das Mittelmeer, da fließt das Wasser vom Nil, von Ägypten her, an der Küste entlang nach Norden. Das heißt, jede Plastiktüte, die man ins Wasser wirft im Gazastreifen, die kommt dann am Ende in Tel Aviv und vielleicht sogar im Libanon. Das heißt, alle sind betroffen von dieser Wasserverseuchung und so weiter. Ja, das demokratische Land haben wir jetzt auch abgehandelt. Und das letzte Stichwort, das ich hier auf meinem Manuskript stehen habe, ist das Wort Nahost. Ich weiß nicht recht, wer Nahost sagt, wen meint er damit eigentlich? Gehören da auch Saudi-Arabien, Katar, Iran? Gehören die alle zu Nahost? Und was ist mit der Türkei? Alle spielen und spinnen damit. Und Nahost, man könnte meinen, das geht von Marokko bis nach Afghanistan. Und alles hat irgendwie in diesem Kuddelmuddel, spielt da irgendeine Rolle und eins hängt vom anderen ab. Also Nahost ist ein sehr, sehr flüssiger Begriff und den muss man ziemlich eingrenzen, um mitzuteilen, worüber man eigentlich redet. Denn ich denke zum Beispiel Afghanistan, es liegt ja weit weg, aber es gab erstmal 9/11, also den Terroranschlag auf die beiden Türme da in New York, befohlen von Herrn Osama bin Laden. Der hatte sich damals in Afghanistan versteckt und dann folgte, jetzt komme ich durcheinander mit den Daten und Zahlen, aber ist ja egal. Dann kam noch der Irakkrieg 2001. Damals hatte Irak Saddam Hussein, liegt eigentlich auch ziemlich weit weg von Israel, hatte der beschlossen, um Amerikaner und andere zu provozieren, Israel mit Giftgasraketen zu beschießen. Wir haben alle, auch ich, haben dann die Zimmer mit Tesafilm abgedichtet, nassen Lappen vor die Tür gelegt, damit da kein Giftgas eindringen kann. Dann kamen die Sirenen. Also ich habe mich dann nicht immer dran gehalten und bin dann raus auf die Terrasse und habe geguckt und dann flogen die Raketen direkt über mich her. Landeten teilweise in Tel Aviv, aber Saddam Hussein hat niemals diese Raketen mit Giftgas bestückt. Und da hatten die Israelis Angst vor. Und es sind einige Raketen in Ramat Gan und Shemat HaTikva bei Tel Aviv gelandet, haben einiges zerstört. Es gab auch ein paar Tote. Es waren aufregende Zeiten mit Kriegssirenen und man wurde informiert über das laufende Fernsehen und Radio.
Und so wusste man, wann was wo los war und wann entwarnt worden ist und so weiter. Auf jeden Fall, da hat dann Saddam Hussein versucht, Israel zu provozieren, indem er von Irak aus Israel beschossen hat. Und das hatte dann zur Folge, am Ende sind die Amerikaner einmarschiert, auch weil der Saddam Hussein vorher ja Kuwait befreit hat, indem er behauptet hat, Kuwait sei eigentlich doch Teil des Irak. Und da passierten dann wieder einige bemerkenswerte Dinge. In Kuwait lebten ungefähr 400.000 Palästinenser. Und da Arafat irgendwann mal da in den Tagen nach Bagdad gefahren ist und sich mit Saddam Hussein geknutscht hat, also umarmt hat, geküsst hat und gesagt hat, wir sind doch alle Verbündete, glaubten die Palästinenser in Kuwait, dass sie ja jetzt auf Seiten der Iraker stehen. Dann haben die 400.000 Palästinenser, die in Kuwait gearbeitet haben, haben dann ihre kuwaitischen Vorgesetzten, Arbeitgeber und so weiter alle gekannt, haben die wichtigsten Leute an die Iraker verraten. Daraufhin hatten die Iraker ein leichtes, irgendwelche namhafte Kuwaitis hinzurichten. Dann haben die Palästinenser kräftig mitgeholfen, alles, was in Kuwait nicht nied- und nagelfest war, zu plündern. Für den Irak natürlich. Auf jeden Fall, das war mit ein Grund, warum die Amerikaner da einmarschiert sind. Und kaum war Kuwait wieder frei unter amerikanischer Herrschaft, haben die Kuwaitis nichts Besseres zu tun gehabt, alle ihre nach Saudi-Arabien geretteten Jumbo-Jets zu nehmen, mit Palästinensern zu füllen und 400.000 Palästinenser aus Kuwait rauszuschmeißen. Und ich war damals immer wieder im Gazastreifen oder auf der Westbank und empfand es als lustig, da plötzlich lauter Männer zu sehen, die so in schneeweißen Gewändern rumliefen. Das haben die alles aus Kuwait mitgebracht. Also Krieg kann eine sehr kuriose Sache sein und ist nie ganz eindeutig. Und ja, damit habe ich eigentlich mein tolles Manuskript hier abgehandelt. Und da ich euch nicht sehen kann wegen der Scheinwerfer, habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen, ob ihr nun dafür oder dagegen wart oder ob ihr Widerspruch habt oder ganz anderer Meinung seid. Also ich kann nur hören, ich überlasse euch das Wort. Bitte, Fragen. Ich würde interessieren, wo die Waffen herkommen im Gazastreifen. Dieser ständige Waffennachschub. Ja. Und da wird hier nicht darüber berichtet. Auch das ist richtig. Also einmal gibt es ja auch im Gazastreifen wunderschöne Ofenrohre oder andere Rohre. Und die, da kann man dann so kleine Flügelchen dran machen. Aus Kunstdünger kann man Sprengstoff und Ähnliches herstellen, wenn man weiß wie. Das kann man sich alles im Internet erkundigen. Und so wurden dann im Laufe der Jahre unterschiedliche Modelle von Raketen gebastelt. Das sind die sogenannten Qassam-Raketen. Die sind zwar nicht lenkbar, obwohl sie so Flügelchen haben. Die haben auch keinerlei Elektronik, aber die haben im Sprengkopf Nägel, die gibt es ja überall, oder so kleine Kügelchen, Sprengstoff. Und dann stellt man die so an einen Baum oder sowas und dann zündet man die Dinger und dann fliegen sie los und landen dann irgendwo. Wenn man Pech hat, landen sie auf einer Schule oder auf einem Privathaus noch im Gazastreifen, weil sie ja nicht lenkbar sind. Oder sie landen irgendwo in Israel, was ja die eigentliche Absicht ist. Und diese Sprengköpfe haben die Absicht, möglichst viele Menschen umzubringen. Nicht deswegen Nägel und Kugeln und so weiter.
Das reichte denen aber nicht. Und dann gibt es ja auch Verbündete der Hamas, der Regierung dort. Zu den Verbündeten gehören zum Beispiel Iran. Und Iran versucht immer wieder auf allen möglichen Wegen Waffen in den Gazastreifen zu schmuggeln, teilweise mit Erfolg. Denn es sind inzwischen auch Raketen nach Israel rübergekommen, wo man dann genau ablesen kann, wo kommen die her, wo stammen die her, wer hat sie produziert. Diese Raketen haben auch alle auch einen Namen. Und da die Ägypter nicht die volle Kontrolle über den Sinai, die Sinai-Halbinsel haben, dort regieren unter anderem Al-Qaida und andere sehr extremistische Gruppen, ISIS, Al-Qaida und wie sie alle heißen. Und die halten Kontakt mit der Hamas durch sogenannte Schmugglertunnel. Diese Schmugglertunnel, also entlang der Grenze zwischen Ägypten und dem Gazastreifen, das sind 11 Kilometer. Und da haben die, glaube ich, in diesen 11 Kilometern zeitweilig bis zu 600 Schmugglertunnel gehabt. Die wurden drüber und drunter gebaut, waren teilweise groß oder hoch genug, um da auch Bräute, Giraffen, Autos und Sonstiges da durchzuschmuggeln. Da gibt es die Bilder davon. Und da haben sie natürlich billigen Kraftstoff aus Ägypten rüber geschmuggelt und dann auch Waffen und Zigaretten. Damals, ich erinnere mich noch, der Steinmeier, Außenminister, der war damals in Jerusalem zu einer Pressekonferenz, die also völlig abstrus war. Und der sagte, ja, man kann den Ägyptern nicht vorwerfen, dass sie unfähig sind, diese Schmugglertunnel zu stoppen oder zu schließen und so weiter, weil man die nicht findet und weil die ja alle unterirdisch sind und so weiter. Als die Israelis noch im Gazastreifen waren, da haben die immer wieder solche Tunnels gefunden und dann haben sie diese Tunnel unten Sprengstoff reingetan. Und in den Sprengstoff, um sie zu sprengen, haben sie dann auch noch Farbstoff reingetan. Und dann hat es Bumm gemacht, der Tunnel flog in die Luft. Und beim Ausgang des Tunnels kam dann so eine bunte Rauchwolke raus. Dann guckten die genau hin und ei, ei, was sahen sie? Dass die Eingänge dieser Tunnels teilweise mitten in ägyptischen Militärlagern waren. Deswegen kann man den Ägypten wirklich nicht vorwerfen, dass sie nicht wüssten, wo die sind. Also es gibt wirklich verrückte Dinge, aber so ist nun mal die Wirklichkeit da unten. Inzwischen leiden die Ägypter selber unter den Extremisten, die da im Sinai ihr Unwesen treiben. Und dann kamen die Ägypter auf die Idee, wir müssen diese Schmugglertunnel sperren. Auch weil die mit der Hamas nicht unbedingt gut Freund sind. Teilweise ja, aber nicht unbedingt. Und plötzlich konnten die Ägypter diese Tunnel finden und haben die dann gesprengt oder was immer auch. Jetzt, die Blockade, also die Israelis haben hier eine Blockade gegen den Gazastreifen verhängt. Und wer sagt, das ist ganz böse? Und damit ist doch bewiesen, dass die Ägypter, die Israelis bis heute den Gazastreifen besetzt halten. Und ich kann immer wieder in deutschen Zeitungen lesen, die israelische Besatzung im Gazastreifen. Also da ist kein einziger Israeli. Und wenn sich ein Israeli dorthin verirren sollte, würde er kaum lebendig wieder rauskommen. Aber Israel hält den Gazastreifen besetzt. Und das wegen der Blockade. Ich habe gerade erzählt, früher konnte man frei hin und her reisen und die Tel Aviver gingen an den Strand bei Gaza. Ist alles vorbei. Und die Israelis haben dann auch eine Seeblockade eingerichtet, weil sie laut Osloer Verträge
verpflichtet sind, Waffenschmuggel in den Gazastreifen zu unterbinden. Deswegen dürfen da keine Schiffe anlegen. Und dann gab es Theater mit dieser Mavi Marmara, einem türkischen Schiff, die da trotzdem die Blockade sperren wollten und ganz viele Medikamente an Bord hatten. Das Dumme war, als dann die Israelis die Mavi Marmara gekapert haben und nach Ashdod in den Hafen gefahren haben, haben sich die Medikamente angeguckt, die für den Gazastreifen bestimmt waren, und auf das Haltbarkeitsdatum geguckt, alle waren abgelaufen. Also die hätten die Ägypten, die Palästinenser dort geradezu vergiftet, wenn das Zeug dort angekommen wäre. Aber wie gesagt, es gibt immer wieder Versuche, auch durch Schwimmer und Fischer. Also die Palästinenser im Gazastreifen, die dürfen hinausfahren aufs Meer, manchmal nur 6 Meilen, dann wieder 12 Meilen, je nachdem. Und da gibt es dann eben auch Fischerboote, die mal eben in Richtung Ägypten rüberfahren und dann vielleicht da irgendwo an der Küste ihre Schmugglerhilfe haben und die dann irgendwas, was immer es auch ist, in Richtung Gazastreifen schmuggeln, darunter eben auch Waffen. Und wenn es gelegentlich mal dazu kommt, dass die Israelis so ein Schmuggler-Fischerboot stoppen und wenn es dann zur Schießerei kommt und dann plötzlich fliegt so ein Fischerboot fürchterlich in die Luft. Ei, ei, warum wohl? Ja. Also es gibt viele mysteriöse Dinge. Wie das alles genau funktioniert, wird natürlich nicht offen erklärt. Aber es ist die Tatsache, dass da geschmuggelt wird. Ich sehe da irgendeine Hand sich bewegen. Ja. Sie haben zu der Siedlungspolitik der Westbank nicht viel gesagt. Richtig. Können Sie das nachholen? Ich werde mich bemühen und ich bitte, mich jetzt nicht gleich zu kreuzigen. Erstens. Heute wird ja alles den Rechten in die Schuhe geschoben. Und der Netanyahu, dieser Rechtsnationalist, der ist derjenige, der die Siedlungspolitik vorantreibt und alles ganz schlimm macht. Die ersten Siedlungen wurden unmittelbar nach dem Sechstagekrieg 1967 gegründet. Damals noch waren die israelischen Linken, sprich die Sozialistische Arbeitspartei, die waren damals noch eine richtige Partei, heute sind sie nur noch ein armseliges Häufchen von, ich glaube, 6 Mandaten. Die Arbeitspartei, also die Linken, waren diejenigen, die diese Siedlungspolitik erfunden haben. Und da gab es einige große Projekte. Einmal Siedlungen in der Nähe der Grenze. Ich denke da an, Mahle Yadomim kommt später. Ariel und Siedlungen, wo dann Leute aus Tel Aviv und der Gegend im Westjordanland auf billigem Grund und Boden sich ein Häuschen bauen konnten. Dann gab es Projekte so mit Frieden in Sicht und Ähnliches, oder besser gesagt Sicherheit in Sicht, zum Beispiel den Alon-Plan. Yigal Alon war ein bedeutender Minister in der Partei, Arbeitspartei, also links. Und damals haben sie entworfen, auf dem Bergrücken von Westjordanland zur Jordansenke ein Militärlager neben das andere zu setzen. Und die Israelis waren damals nur halb so viele wie heute. Es mangelte ihnen enorm an Personal. Und so wurde dann sehr schnell beschlossen, dass lauter Militärlager, die auf dem Bergrücken standen, wo dann auch so Raketenpositionen waren, die Raketen aus dem Osten, sprich Irak und so weiter, abwehren sollten, wurden dann diese Militärlager in zivile Siedlungen umgewandelt. Und dann fingen die Leute dann an mit Industrie, auch Tourismus oder Ackerbau oder was immer sie gemacht haben, aber es waren dann schon Siedlungen. Eine besonders problematische Besiedlung oder Siedlung, das war Hebron. Dort hat alles begonnen. Hebron
ist neben Jerusalem und Jericho eine der ältesten Städte der Welt und neben Jerusalem auch eine der heiligsten Städte des Judentums und auch des Christentums. In Hebron sind die ganzen Patriarchen begraben. Abraham, Isaak, Jakob und wie sie alle heißen. Und diese Machpelah-Höhle, so wird das Abrahamsgrab benannt, das hat ja schon der Herodes errichtet. Das heißt, es gibt da eine lange jüdische Tradition. Und in Hebron, so heißt es, hat es 3000 Jahre lang ununterbrochen eine jüdische Besiedlung gegeben. Und nur ab 1948, da haben die Jordanier dieses Gebiet erobert. Die Jordanier haben im wahrsten Sinne des Wortes eine sogenannte ethnische Säuberung vorgenommen. Alle Juden, die irgendwo im Westjordanland lebten, und da gab es damals schon 1948, gab es schon alle möglichen Siedlungen dort und Fabriken und am Toten Meer und überhaupt, alle Juden, die dort lebten, auch im jüdischen Viertel von Jerusalem, alle wurden von dort vertrieben. Und das war dann auch das Ende der jüdischen Gemeinde in Hebron. Zuvor, 1929, hatte der Mufti von Jerusalem, den die Briten eingesetzt hatten, der später ein Verbündeter von Adolf Hitler war, der dann nach Berlin geflohen ist später, in Berlin einen Rundfunksender geschaffen hat und mit diesem Rundfunksender übelsten Antisemitismus, jetzt in dem Sinne von heute, in die arabische Welt getragen hat. Und wenn wir heute von islamischem Antisemitismus reden, die Moslems schon mit Mohammed, dem Propheten, dem Koran, die haben eine lange gemeinsame Geschichte mit den Juden. Ganz lange. Und anfangs, als der Islam gerade geschaffen worden war, war es sogar so, dass die Moslems, wenn die beteten, sich nach Jerusalem gerichtet haben, nicht nach Mekka. Das kam ja später. Jerusalem war der Mittelpunkt, geistlicher, seelischer, religiöser Mittelpunkt. Ja, später haben sie sich dann in Richtung Mekka abgewandt. Die Moslems haben Juden und Christen, das sind ja beides Buchreligionen, die haben die zwar unterdrückt und haben die nicht voll akzeptiert. Und die Juden und Christen mussten bestimmte Steuern, Dhimmi-Steuern bezahlen. Und die durften nicht auf dem Pferd reiten, um nicht höher zu sein als ein Moslem. Und trugen teilweise Abzeichen, heute würden wir das einen gelben Stern nennen. Aber sie waren Teil der Gesellschaft. Und erst mit dem Mufti und seinem Rundfunksender von Berlin aus, im Viertel Zesen hieß es, glaube ich. Ja, ich war eigentlich etwas später bei der Besetzung der Westbank durch Siedler. Moment. Aber bevor Sie hier eine geschichtliche Vorlesung halten, uns würde interessieren, wie Sie als Journalist die heutigen Friedensaussichten auf der Grundlage der besetzten Westbank sehen. Das wird uns Friedensaussichten aufgrund? Ja, die Friedensaussichten bei dem besetzten Westjordanland, wie sieht das aus Ihrer Sicht heute aus? Bevor Sie jetzt sozusagen bis zu Mohammed zurückgehen und die Geschichte des Mufti von Jerusalem erzählen, das ist ja vielen hier gut bekannt. Uns würde vielmehr Ihre persönliche Erfahrung und Perspektive. Ich heiße nicht Merkel und ich habe keine Perspektive. Haben Sie bestimmt als Journalist? Gerade als Journalist. Das ist doch das, was ich bei meinen anderen Kollegen, die alle genau wissen, die kommen nach Israel und wissen vorher schon, über was sie berichten werden. Und wenn Sie zum Beispiel fest glauben, Glaube ist, glaube ich, ein religiöser Begriff, an die Zwei-Staaten-Lösung. Ich sag nur, die Zwei-Staaten-Lösung ist ein Begriff, der ursprünglich aus Nordvietnam kommt,
Der wurde Willy Brandt seinerzeit vorgeschlagen, wie wäre es mit einer Zwei-Staaten-Lösung für Deutschland. Brandt hat abgelehnt natürlich. Und heute gibt es herrliche Karikaturen. Merkel sitzt zusammen mit Netanyahu und die Merkel sagt, Herr Netanyahu, ich poche drauf, dass Sie die Zwei-Staaten-Lösung jetzt vorantreiben. Und dann Netanyahu fragt zurück, da gibt es eine herrliche Karikatur, steht es so schlimm um Deutschland? Ich behaupte jetzt mal hierzu, erstens, ehe es zu einer Zwei-Staaten-Lösung kommen kann, sollte erstmal ein zweiter Staat ausgerufen werden. Der palästinensische Staat ist, wie haben wir das vorhin genannt, ein gängiger Begriff, aber ist kein Staat. Den gibt es auch nicht. Und sie hätten den längst ausrufen können, wenn sie wollen, die Palästinenser. Nur sie wollen es aus guten Gründen nicht. Jetzt, Frieden kann man nur zwischen Staaten schließen. Die Palästinenser, solange die kein Staat sind, sehe ich da noch keine Friedensverhandlungen. Und was die da gemacht haben, die Osloer Verträge, das waren Interimsverträge, da wurde den Palästinensern eine Autonomie, sprich Selbstverwaltung, übergeben. Die tut zwar so, als sei sie der Staat Palästina, ist es aber nicht. Und ob und wie die sich dann am Ende einigen. Ich weiß nur, dass die Idee eines Staates kommt in den Osloer Verträgen als Begriff nicht vor. Rabin in seiner letzten Rede vor dem Parlament, dem israelischen Parlament, der Knesset, ehe er ermordet wurde, da hat er noch gesagt, einen palästinensischen Staat wird es nie geben. Der erste Ministerpräsident, der überhaupt das Wort palästinensischer Staat in den Mund genommen hat, das war ausgerechnet Netanyahu in der Universität Bar-Ilan. Und da hat er gesagt, wenn überhaupt, dann wird es einen entwaffneten, waffenlosen palästinensischen Staat geben. Woraufhin natürlich die Palästinenser hohngelacht haben. Was soll das? Ich brauche doch eine Waffe, um zu zeigen, dass ich ein Mann bin. Und dass ich da bin und kämpfen kann und befreien kann und so weiter. Die Siedlungen haben unterschiedliche Bedeutung und spielen unterschiedliche Rollen. Sie sind einerseits nahe der Grenze, auch zu Jerusalem, reine Ausweichwohngebiete, Schlafstätte, wenn Sie so wollen. Dann Maale Adumim, das liegt östlich von Jerusalem, eine ziemlich große Stadt. Die wurde erst 1974 gegründet, nach dem Oktoberkrieg, weil die Israelis gesehen haben, beziehungsweise da gab es ein Treffen, Rabin und König Hussein, und da hat König Hussein gesagt, ich habe zweimal in meinem Leben einen Fehler gemacht. Der erste Fehler war, dass ich 1967 in Jerusalem die jüdischen Teile beschossen habe und dass die Israelis das als Kriegserklärung aufgefasst haben. Und dann haben sie mir das gesamte Westjordanland und Ostjerusalem weggenommen. Den zweiten Fehler, den ich gemacht habe, war 1974. Damals wart ihr Israelis in Ägypten, mit Ägypten und Syrien so beschäftigt, ich hätte in einen Panzer steigen können und auf eurer schönen Autobahn innerhalb von einer halben Stunde im Stadtzentrum von Jerusalem stehen können. Dann haben die Israelis kapiert, das geht nicht. Und dann haben die in der Mitte zwischen Jordantal und Jerusalem haben die eine riesige Stadt gebaut, Maale Adumim, aus strategischen Gründen, weil sie sich gesagt haben, falls ein Feind von Osten kommt, ganz gleich, ob das jetzt Irakis, Jordanier oder sonstige sind, wenn wir hier eine Stadt haben, dann können wir alle Autos auf die Straße stellen und die absperren.
dann können wir die daran hindern, Jerusalem zu erreichen. Jerusalem ist ja immer die Hauptstadt. Es gibt andere Siedlungen, die ursprünglich Militärlager waren, wie ich schon gesagt habe. Die haben dann eine strategisch-militärische Bedeutung. Es gibt Gebiete, die waren früher mal oder sollten sogar Teil von Israel sein und waren früher mal Siedlungen. Das ist dieses ganze Gebiet Gush Etzion, südlich von Bethlehem. Das waren alles Siedlungen, wo die Jordanier, die Israelis, die Juden damals rausgeschmissen haben. Und wo die Leute, die Nachkommen von denen, da hat es erbitterte Kämpfe gegeben, wo deren Nachkommen gesagt haben, wir haben da mal gewohnt, da sind wir aufgewachsen, das gehört uns, das sind unsere ehemaligen Häuser, da ziehen wir jetzt ein. Gleiches gilt für einige Viertel in Jerusalem, die teilweise jüdischer Grund und Boden sind. Das steht dann in den Katasterämtern, in den Landämtern. Da haben speziell Juden aus Deutschland in der Zeit zwischen den Kriegen haben in Jerusalem investiert und großartig Land aufgekauft, weil sie in Deutschland sich schon nicht mehr sicher fühlten und alles überflüssige Geld benutzt haben, zum Beispiel um Grundstücke aufzukaufen. Und diese Grundstücke, also nach dem Sechstagekrieg, kamen die Israelis und gesagt, das gehört uns doch alles. Das ist jüdisches Land. Warum sollten wir da keine Viertel drauf bauen? Das sind jetzt die israelischen Argumente. Die palästinensischen Argumente sagen, das ist doch alles illegal. Und die sagen dann, alles Land jenseits der Grenze zwischen dem Westjordanland und Israel. Tja, Grenze, schönes Wort. Auch Mr. Obama hat mal in seiner berühmten Kairoer Rede von der Grenze zwischen Israel und dem Westjordanland geredet. Dann wurde er von seinen eigenen Leuten zurückgepfiffen, hat sich dann entschuldigt und den Begriff geändert. Das ist ja gar keine Grenze. Das ist nur eine Waffenstillstandslinie, die zwischen Jordanien und Israel auf Rodos ausgehandelt worden ist. Und da haben die geguckt, wo standen jetzt unsere Truppen, die einen auf dem einen Hügel, die anderen auf dem anderen Hügel, und in der Mitte haben sie dann eine Linie gezogen. Das ist nur eine Waffenstillstandslinie. Es ist niemals eine anerkannte internationale Grenze gewesen. Und das ist das Problem, dass alles schwimmt. Alles ist nicht endgültig. Alles ist nicht international anerkannt. Und dann sagen die Israelis, wir haben ein Recht, und dann kommen die Palästinenser oder Araber oder andere und sagen, nee, die Israelis haben kein Recht, die Juden haben kein Recht. Da gibt es jetzt schon, und das ist alles völkerrechtswidrig. Und da ist jetzt die große Frage, gibt es ein Völkerrecht, vielleicht können Sie mir da weiterhelfen, gibt es ein Völkerrecht, das es Juden verbietet, irgendwo zu wohnen? Und nach irgendeinem Vortrag vor ein paar Jahren meinte dann eine ältere Frau hier in Deutschland zu mir, ja, im Mittelalter, da durften die Juden doch auch nicht überall wohnen, wo sie wollten. Wenn Sie das Völkerrecht gefunden haben, wo drin steht, Juden haben kein Recht in Hebron, irgendwo in irgendeiner Siedlung im Westbank zu leben, wäre ich Ihnen dankbar. Ich bin kein Jurist. Ich möchte gerne von Ihnen wissen, wie in 10 Jahren dieses Gebiet aussehen kann, aussehen wird. Wird es einen Stillstand geben? Welche Entwicklungen sehen Sie? Sie sind doch Profi. Das sind jemand, der 50 Jahre in Israel lebt und Journalist sind. Ich bin kein Journalist und auch kein Jurist. Und von daher wäre ich interessiert, Ihre Meinung, auch wenn es nur eine Spekulation ist, zu hören. Das wäre wirklich interessant. Viel eher als irgendwelche geschichtlichen Ausflüge. Alles ist denkbar. Wenn Sie mich jetzt fragen, wer wird in 2 Monaten Israels Ministerpräsident sein, würde ich Ihnen antworten, ich habe keine Ahnung. Wenn Sie jetzt fragen, guck mal, die Palästinenser,
werden regiert von Ramallah aus, von Mahmoud Abbas. Der ist ein Diktator. Der regiert mit Dekreten. Der hat 2006 das Parlament aufgelöst. Man kann dann nicht mehr von einer Demokratie reden. Seitdem hat es keine Wahlen gegeben. Und wenn jemand 83 Jahre alt ist und eigentlich überhaupt keine Legitimität mehr hat, der kann alles beschließen oder auch nichts. Und der kann auch morgen weg vom Fenster sein. Und was dann? Weiß ich, wer ihm nachfolgen wird? Weiß ich, welche Politik sein Nachfolger dann einschlagen wird? Und wenn es dann irgendwelche Hamas oder sonstige Leute sind, also Extremisten, die sagen, der jüdische Staat hat noch nicht mal eine Existenzberechtigung, dann ist alles offen. Und ich will nichts ausschließen. Da können die Krieg führen oder Militäroperationen oder was immer auch. Es gibt jetzt eine große Diskussion, ob der jüdische Staat Israel, ich betone das Wort jüdisch, überleben kann und weiter existieren kann, wenn innerhalb seiner Grenzen eine arabische, also nicht jüdische Bevölkerung lebt, die sich irrsinnig schnell vermehrt, die dann eine Mehrheit stellen können, wenn das alles ein Staat werden sollte. Und falls sie die Mehrheit bekommen und die Juden dann trotzdem und so weiter, dann wäre das keine Demokratie mehr. Also, wissen Sie, die Standpunkte aller Seiten, die sind heute so verfahren, dass ich nicht sehe, wie die überhaupt verhandeln wollen und verhandeln können und wo sie hinzielen. Wenn die eine Seite, jetzt die Hamas, aber auch Mahmoud Abbas, der hat auch schon schlimmste Sachen geäußert, wenn die sagen, der Staat Israel muss verschwinden. Tolle Aussage. Ob die das schaffen, weiß ich nicht. Ich gehe mal vorsichtig davon aus, dass die Israelis, speziell die Juden, dass die keine Lust haben, wie ihnen das vorgeschlagen wird, ins Mittelmeer zu springen und zu ersaufen. Das heißt, die werden mit allen Mitteln daran festhalten, dass ihr umstrittener Staat bestehen bleibt. Ich weiß nicht, ob das als Perspektive Ihnen ausreicht. Es kann da fürchterliche Geschichten noch geben, aber ich kann es nicht voraussehen. Ich weiß es nicht. Ja. Der Zentralrat der Juden in Deutschland bezeichnet BDS als antisemitisch. Sind Sie damit einverstanden? Es steht mir nicht zu, einen solchen Wischiwaschi-Begriff wie Antisemitismus irgendeiner Organisation zu übertragen. Ich weiß, dass es da Diskussionen gibt. Ich weiß, dass der Bundestag beschlossen hat, was immer er beschlossen hat. Ich weiß, dass es da auch Widerstände gibt. Dass die BDS-Organisation Dinge treibt, die ich als reinen Antisemitismus bezeichnen würde. Also wenn die Es geht denen ja auch nicht nur um den Staat Israel und Boykott gegen Israel, sondern die boykottieren ja auch Juden, die mit Israel nichts zu tun haben. Und boykottieren dann Künstler, die zwar Israelis sind, aber linksgerichtet und gegen Besatzung sind und so weiter. Das heißt, gegen wen treiben die ihre Politik? Und es geht immer, und ich glaube, dass der Gabi dazu einiges sagen könnte. Du wirst ja demnächst auch einen Vortrag halten und eine Präsentation machen. Mal drei Worte zum Thema BDS. Ja. Aber nur also, drei. Nur drei. Ich sage es deshalb, weil wir müssen um 10 hier raus sein und wir machen das schon. Genau. Wo ich attackiert werde, BDS wäre in meinem Vortrag. BDS ist nicht antisemitisch. Seit erstmal ja. Ich stimme zu. BDS würde ich als Oberbegriff nicht als antisemitisch, als Oberbegriff bezeichnen. Ich denke, das ist vereinfacht.
während des Vortrags, wenn ich fortsetze, sind die beleidigt und gehen raus. Nur so weit. Also, als Obergewöhnchen. Der Rundfunk gibt es schon. Ne? So, noch eine letzte Frage lasse ich zu, dann müssen wir den Saal verlassen. Stadt Freiburg unterhält die Städtepartnerschaft mit Israel. Wenn Sie Entscheidungsträger in Freiburg wären, würden Sie diese Städtepartnerschaft fortsetzen? Was nochmal? Städtepartnerschaft Freiburg-Israel. Wenn Sie hier in Freiburg Entscheidungsträger wären, würden Sie diese Städtepartnerschaft fortsetzen? Ich bin kein Entscheidungsträger. Aber wenn Sie wären. Schauen Sie mal, ich weiß es nicht. Und wenn die Freiburger in Isfahan, im Iran, rumlaufen und sagen, wir haben aber auch eine Städtepartnerschaft mit Israel. Und dann ein israelisches Fähnchen auf den Tisch stellen. Das fände ich lustig. Ja, nicht? Da hätte ich nichts dagegen. Aber wenn die sich dann verstecken oder unter den Tisch krabbeln und sagen, nee, mit Israel haben wir nichts zu tun und das sind doch die Zionisten und die sind bösen Juden, das kann ich nicht akzeptieren. Okay. Okay, ich bedanke mich. Das war ein sehr langer Vortrag, Ulrich. Und ich denke, wir haben einiges mitgenommen, auch ich. Ich habe wieder Sachen dazugelernt. Ich möchte nur kurz darauf aufmerksam machen, Gabi Spronz, Israeli, der drüben gerade an der Kamera steht, der wird für die Deutsch-Israelische Gesellschaft am 27. November einen Vortrag zu BDS halten. Da wird aber noch bekannt gegeben, wo das ist. Wir haben von der Jüdischen Kulturinitiative am 7. November hier verbrannte Bücher. Da werden drei Autorinnen und drei Autoren vorgestellt, wo die Bücher verbrannt wurden in der NS-Zeit. Und wir werden die Autoren und Autorinnen vorstellen, Gedichte vorlesen. Das wird Musik dazu geben. Dann haben wir die antisemitische Wochen, zwei Stück. Da gibt es ein ganz großes Programm auch mit den jüdischen Gemeinden, mit den verschiedenen. Und das Programm wird auch bald auslegen. Gabi Spronz wird dazu auch am 5. Dezember seine Familiengeschichte, seine sehr lange, erzählen von Spanien, Italien nach Ungarn und wie fast seine ganze Familie im KZ ermordet wurde. Also wir haben viele, viele Veranstaltungen. Ihr seid auch dabei, Irina Katz, ne? In diesen Wochen mit drin. Ich glaube, die Gescher-Gemeinde auch. Oder? Ich habe irgendwas gelesen. Ja, also von daher denke ich, in den nächsten Wochen wird es einige Veranstaltungen geben. Vielen Dank nochmal, Ulrich Zahn, dass du direkt aus Jerusalem gekommen bist gestern. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank. Ja.